Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen New Oconio City Update. Und wir fangen kurz in dem Bereich hier an. Und hier ist noch einiges zu tun. Was aber verschwunden ist, ist der große Tree of Creativity. Mir haben einige Leser geschrieben, Mensch, der versperrt doch den Blick auf die Modulars. Das stimmt auch. Der ist hier an sich zu hoch, aber ihr seht, wo er jetzt hin ist. Da steht er. Und ich zeige euch jetzt hier den Vorplatz des Rollercoasters, denn ich bin im Prinzip im Groben fertig. Hier hinten wird er also hinkommen. Der Rollercoaster, die Achterbahn, den Platz habe ich euch schon gezeigt. Und ich wollte vor dem Release, vor der Veröffentlichung, zumindest den Vorplatz fertig haben. Zunächst genannt die Bereiche, die noch nicht fertig sind. Hier der Eingangsbereich. Die Busse können anhalten. Der kleine Weg, ich habe so ein paar Elemente schon mal hingestellt, aber das wird quasi hier so ein bisschen der Verkehrsknotenpunkt. Hier wird noch eine Tramstation hinkommen und das ist dann quasi der Einlass. Und dann kennt ihr schon mein Mario Kart Mock und daneben steht also der im Lego Haus exklusiv erhältliche Baum. Und ich fand den hier für den Jahrmarkt irgendwie perfekt, denn er fügt sich wunderbar und es gibt nochmal so einen richtigen Glanzpunkt hier vorne, denn auf der Rollercoaster wird er richtig groß. Insofern ist das also hier die Fläche für die großen Bauwerke. Was ich mir aber erlaubt habe, ich habe so ein kleines modulares System entwickelt, also ist nicht meine Idee, aber für diesen Freizeitpark, denn was ist, wenn das alles zustaubt? Zum einen, die Figuren können natürlich, das kennt ihr, einfach abgenommen werden, da ich solche Jumperplates benutze, zudem kippen sie auch nicht um und das gleiche Prinzip gilt auch hier für den Baum und für die Band zum Beispiel, also das kann hier einfach hochgenommen werden, ist nur auf so ein paar Jumperplates befestigt und dann haben wir quasi hier ein eine perfekte Möglichkeit, den Baum dann auch entsprechend zu säubern. Ist die Blume umgefallen? Das soll natürlich nicht sein. Die muss da stehen und blühen. So, da ist sie wieder. Also, das beides habe ich soweit dran gemacht. Das heißt, ich kann hier den Platz auch mal umgestalten. Und ich wollte, dass das Ganze hier nicht zu eng wird, also dass da irgendwie zu viel los ist. Aber ich habe mir erlaubt, so ein paar Komponenten noch zu übernehmen. Ich habe auch die Fragezeichenblöcke noch hier von dem großen Mario Kart Mock, was ich verkleinert habe, noch integriert. Ich fand das so ein bisschen als Gestaltungselement ganz witzig. Man kommt also in den Bereich und hat dann so eine gewisse Mario-Stimmung. Da hinten dann ja auch dann entsprechend noch das Jump'n'Run angedeutet. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier die Hochbahntrasse ein wenig abgesenkt. Die Schienen werden noch getauscht, sobald im Sommer dann ab Juni mit der Piratenachterbahn auch die hellgrauen Elemente zur Verfügung stehen. Ich habe ein bisschen getüftelt, was nicht geht, wenn ich hier so eine richtige abschüssige Geschichte mache. Dazu hätte ich die Bahn noch höher bauen müssen und es ist dann mir zu sehr Rollercoaster-mäßig. Also es soll hier eine Bimmelbahn sein, wo dann entsprechend auch die Großeltern mit ihre Runden drehen. Also jetzt sieht man aber, man hat, wenn man rückwärts fährt, jetzt ist natürlich hier Vorführeffekt, jetzt hakt es hier ein bisschen. So, denn das ist natürlich der Einstieg. Na, hat sich ein bisschen hier verschoben, da geht es um jeden Millimeter. Also hier könnt ihr quasi dann schon sehen, auch so eine kleine abschüssige Geschichte führt dazu, dass die Bahn tatsächlich ja, nur ein paar Zentimeter rollt. Und hier wird dann entsprechend ein- und ausgestiegen. Zweimal hält die Bahn an und dann geht es entsprechend weiter. Tja, und hier habe ich noch so ein bisschen getüftelt. Das ist noch nicht final, aber ich wollte dann irgendwie doch so einen kleinen Autoscooter integriert haben. Und natürlich fehlt jetzt so der Stromabnehmer oben. Ich dachte aber, das so überdachen, das ist dann wiederum zu wuchtig für die Ecke. Aber meine drei kleinen Autoscooter habe ich jetzt hier mal untergebracht und auch das Häuschen von meinem großen großen Autoscooter ist hier mit integriert. Also es ist ein erster Versuch. Ich wollte nur die Flächen noch nutzen. Ich fand, das fügt sich hier ganz gut und da wird dann noch ein bisschen weiter experimentiert. Ja, und dann noch hier ein Element vom Mixer. Howdy Lucas darf nicht fehlen. Das hinten hier wird dann auch noch weiter ausgebaut. Also die Hüpfburg, das ist ja auch noch eine freie Fläche, denn der Rollercoaster geht bis hierhin.
Da ist auch noch Spielraum. Und das hier ist eine ganz offene Baustelle, denn ich bin mir noch nicht sicher. Also natürlich könnte ich auch sagen, der Jahrmarkt ist hier im Endeffekt zu Ende und hätte noch weitere Fläche. Denn ihr wisst es, ich versuche die Fläche schon bestmöglichst auszunutzen. Aber ich finde das an sich schon schön, dass der Jahrmarkt so eine gewisse Fläche hat und würde halt gerne auch noch hier die Fläche fortführen bis zu den Hochhäusern. Bin mir aber noch nicht sicher, was für ein kleines Fahrgeschäft baue ich hier. Das hier meine umgeänderten Dimensions Sets, ist es nur so ein Kreis, da könnte ich es sogar motorisieren, ne? Mit so einem kleinen bisschen Technikspielerei. Baue ich es größer, überdache ich das Ganze, müsste an sich schon. Was ist mit dem Mixer? Werde ich den quasi hier stationär verbauen? Werde ich den abändern? Soll es weiter quasi ein richtiges Fahrgeschäft bleiben, was auch weiter tingeln könnte? Das wird man sehen. Dann gibt es hier noch den Diner, der ja auch integriert wird. Da fehlt noch die Außenbestuhlung. Ich habe auch die Idee, dass da noch eine kleine Eisdiele hinkommen soll, denn das hier nur ein Provisorium, der sehr schöne Lego-Movie-Wagen. Also, hier ist noch viel Spielraum. Ich muss gucken, was ich hier noch anstelle. Wichtig war aber erst einmal, dass für den Rollercoaster, für die Achterbahn alles soweit bereitet ist. Denn dann sind diese Flächen und diese Flächen und diese Flächen, das ist quasi noch eine Geschichte, die kann ich wunderbar ergänzen. Aber es sollte vorher schon so eine richtige Jahrmarktatmosphäre herrschen. Und ich denke mal, wenn ihr so guckt von der Seite, da ist schon gut was los, ne? Also da ist Party, da ist Familienausflug angesagt. Und ihr wisst es, ich habe schon in anderen Videos erklärt, das ist so ein bisschen wie in Kopenhagen, in Stockholm. Man kann den Freizeitpark betreten, muss dann nicht zahlen und dann zahlt man halt für jede Fahrt oder kauft sich so einen Dauerpass. Soweit die heutigen Eindrücke. Ich bin also, ja, halbwegs fertig. Man ist ja nie durch mit Lego. Aber ich finde, mit dem Einstieg hier für die Hochbahn, mit ja dann doch der Idee, noch den Autoscooter zu integrieren, dann noch so ein bisschen die Gestaltungselemente, den Baum, den ich hier hingesetzt habe und auch die Band. Das ist übrigens mein allererstes Mock. Das ist die Band aus meinem Late-Night-Studio. Auch das hat mich so ein bisschen inspiriert durch den Hansapark, was hier übrigens das erste Legoland Deutschlands war in den 70ern. Also das hier entsprechend noch eine Band, die hier für richtige Stimmung sorgt. Und dann darf noch hier die Ente nicht fehlen aus dem Batman-Movie-Set. Also die habe ich dann nur ein bisschen umgebaut, fand ich ganz witzig. Eine Bimmelbahn noch hingesetzt, ein bisschen Blümchen. Also, dass ein bisschen Leben da ist. Eine Pizza, die runtergefallen ist. Es gab großes Geschrei. Das passiert halt. Ja, also, soweit das heutige Update. Das ist noch nicht final. Ich bin noch weiter am Tüffeln, aber ich finde, so langsam aber sicher entsteht der Freizeitpark. Ich habe ja noch eine riesen Geschichte zu tun, muss mir noch überlegen, genau was da passiert. Aber zunächst einmal hält gebannt das Warten an auf die Achterbahn. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, Wünsche, packt sie in die Kommentare. Ihr seht, ich habe schon einiges übernommen. Der Baum wurde umgesetzt. Ich habe die Hochbahn, das war auch ein Wunsch, noch ein bisschen abgesetzt, damit man auch hier besser einsteigen kann. Insofern bin ich immer dankbar für eure Hinweise. Lest mir alles in Ruhe durch. Und wie immer gilt, wenn ihr die goldene Idee habt, wie wir die Hochbahn motorisieren können, packt das Ganze auch in die Kommentare. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, denn das nächste Update kommt ganz bestimmt. Gruß und auf bald, euer Andres. Tschüss!